Roubaix is like, I don't know, the best way to describe it is probably like getting thrown into a cage full of tigers. Once the race begins, you have to keep fighting to succeed. If you stop fighting, you die. Man kann Defekt haben, man kann stürzen, man kann auch sonst einen schlechten Tag haben. Es ist das erste Mal, dass ich fahre. Ich muss erst mal sehen, was genau auf mich zukommt. Die 260 Kilometer, die werden halt verdammt lang und das als Rennen so komplett durchzufahren, ist halt schon extrem hart. It's a very chaotic race. It's crazy. Das ist unser erstes Proto-Rennen, das erste richtig große Rennen fürs Team. If you don't crash in Roubaix, you're pretty lucky. Ich meine, den Schmerz ist man ja gewöhnt, den hat man in jedem Rennen. Ich bin schon langsam ziemlich nervös vor dem Start. There's nowhere to hide. You gotta be on your A-game. You can't ever let your guard down or that could be it. Ich habe eigentlich schon immer ein Konzept in der Schublade gehabt. Profisport über Kontinentalteam, Pro-Kontinentalteam, Pro-Tour oder World-Tour jetzt. Ich habe nur den Sponsor braucht, dem wo ich das vorstellen darf. NetApp hat mir die Möglichkeit gegeben, mein Konzept vorzustellen und dann war die Sache eigentlich relativ schnell in trockenen Tüchern. The team has a lot to grow, but I think it has a lot of potential too. And it's nice that Ralph has invested his time and energy into helping develop riders. Wir haben angefangen mit talentierten europäischen Rennfahrern und als Kontinentalteam kannst du gute Talente verpflichten und du musst die guten Talente weiter fördern und ausbauen. Das haben wir eigentlich gemacht. Wir haben einen Großteil der Rennfahrer mit übernommen in das zweite Jahr und der Schritt von Kontinental in Pro-Kontinental, der ist natürlich riesig. Und das ist eigentlich das, was wir wollen, mit unseren eigenen Leuten an die Weltspitze zu gehen. I like the cobbles. Yeah. It's a good race when you feel good. Oh. Here we go. Schliff geholt. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gefahren und so bei einigen kann man halt schon an der Seite fahren. Dadurch, dass es ja auch trocken ist jetzt die nächsten Tage und auch am Sonntag, denke ich mal, wird das überhaupt kein Problem sein, dass man da irgendwie wegrutscht oder so. Und, aber der Wald ist halt schon speziell und auch später kommen nochmal richtig knüppelharte Dinger, sag ich mal. Und, also ich sag mal, einige da fliegt man förmlich rüber und bei den anderen muss man halt wirklich um jeden Tritt kämpfen, aber es ist ein schönes Rennen. Zufrieden. Ja. Brauche ich noch Topo-Lenkerbahn. Aber das andere ist gut.